Was machen Medien, Ernährungs- und Agrarwissenschaftler im Museum? Sie bereiten eine Führung vor. Alle hier sind im Honors-Programm der Uni Bonn. Das Programm richtet sich an die besten Bachelorstudis ihrer jeweiligen Fächer. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, über ihren eigenen fachlichen Tellerrand hinauszublicken. Von den Pflichtmodulen im letzten Jahr kam so die Idee auf, warum nicht auch mal sowas machen, eine Führung durch alle Museen. Die Führung übernehmen die Studis selbst. Die Gruppe hier beschäftigt sich mit dem Goldfußmuseum. Infos und Tipps geben die studentischen Hilfskräfte Philipp und Yvette. Dennoch, ganz ohne Eigeninitiative geht es natürlich nicht, gerade auf fachfremdem Gebiet. Also auf jeden Fall haben wir eine super Führung bekommen. Kommt noch viel Arbeit auf uns zu. Insgesamt stellen 6 verschiedene Gruppen jeweils ein Museum vor. Neben dem Goldfußmuseum sind das Akademische Kunstmuseum mit der Antikensammlung, das Mineralogische Museum, das Paul-Klemen-Museum für Kunstgeschichte, die Bonner Altamerika-Sammlung und das Ägyptische Museum. Genau diese Vielfalt ist es, was das Honors-Programm ausmacht. Das Ziel ist, diese jungen Leute auszubilden als Wissenschaftler-Persönlichkeiten, ihnen also Möglichkeiten zu geben, über das eigene Fach hinaus etwas über Wissenschaft zu lernen und auch über andere Fächer zu lernen. Das Honors-Programm besteht aus 4 Elementen. Wer alle absolviert, erhält ein Zertifikat. Doch auch die Chance, während des Studiums anderen Neigungen nachzugehen, ist nicht zu gering einzuschätzen. Im letzten Mal hatten wir eine Zahnmedizinerin, die interessiert sich unglaublich für Madonnenfiguren beispielsweise. Das heißt, es gibt immer wieder mehrfache Persönlichkeitsmerkmale, die auch so zum Tragen kommen. Und die Museen reizen das natürlich sehr an und das ist auch besonders schön, dass das so funktioniert. Im Goldfußmuseum erklärt Kaya den Mitstudenten, warum denn der Fischsaurier Ophthalmosaurus Ikenicus so große Augen hatte. Für sie hat sich das Seminar gelohnt. Vor allem ist es auch unglaublich interessant, weil man so im normalen Alltag wäre ich wahrscheinlich nicht unbedingt in die Museen gegangen. Und so ist es super, mal einen Einblick zu bekommen, vor allem von Kommilitonen. Christoph referiert unter anderem über das Riesenfaultier Megatherium Cuvieri. Dessen Hinterbein lässt die gigantischen Ausmaße noch erahnen. Bis zu 5 Meter groß und 3 Tonnen schwer. Trotz wochenlanger Vorbereitung. Ich war eigentlich während des Vortrags nervöser, als ich eigentlich vorher dachte. Aber ja, ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so was Fachfremdes macht, als wenn man wirklich das macht, was einem total liegt, wo man wirklich voll und ganz in der Materie ist. Ja, aber ich glaube, wir als Gruppe haben uns dafür ganz gut geschlagen. Deshalb sind am Ende alle zufrieden, den Vortrag gemeistert zu haben. Und die Leistungspunkte fürs Honors-Programm haben sie sich ehrlich verdient.